Willkommen zurück zu XCOM 2, neue Folge, Folgenummer. Hast du schon gesichert? Nein, das hätte ich vielleicht vorher machen können, aber nein, die 10 Sekunden habt ihr jetzt auch in der Folge. Oder 20. Oder 20. Noch länger dauert. Tatsächlich ist der Spielstand von dem Let's Play mittlerweile extrem groß. Also dauert es alles ein bisschen. So. Gut, wir haben hier den Typen da stehen, den sollten wir dann auch relativ bald mal tot kriegen. Wir sollten die alle tot kriegen. Schau doch mal als erstes, was unser Scharfschütze kann. Der überhaupt was kann. Guck mal, die oben da stehen leider zusammen, dann kannst du eine Granate reinwerfen. Ja. Wo ist denn der Scharfschütze? Da ist der Scharfschütze, der steht immer noch oben. So, der muss halt jetzt nachladen, ne? Der könnte seine Pistole abfeuern. Auf den Zombie. Oder auf den. Also es bringt beides nicht so richtig viel. Und auf die anderen, die sind außer Reichweite, ne? Ja, ja, genau. Das nachladen. Na gut, lad nach. Das muss er auf jeden Fall machen. Ja. Sonst ist er kein guter Scharfschütze. So, Pistole abfeuern kann er halt immer noch. Ja. Aber das machen wir ein andermal. So. Jetzt schauen wir mal wegen der Granaten. Da wolltest du jetzt auf den Zombie, oder was? Ach so, stimmt, dass ja der Zombie daneben steht. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall sinnvoll, da eine reinzuwerfen und Decken zu schroten. Ja, ist das richtig? Machen wir das. Und werf. Also werfen. Granate geworfen. Nur faule Leute nennen das werfen. So. Feuerschutz entfernt. Auch wichtig. Jetzt können wir uns wieder bewegen. Das habe ich nicht schon wieder vergessen. Schild entfernt. Auch wichtig. Ja, hatte ich auch. Waren jetzt auch 3 Minuten zwischen den Folgen. So. Sie muss dann auch mal bei Gelegenheit nachladen. Aber sie könnte auch nochmal einen Nahkampf machen. Ne? Also sie könnte auch nochmal Nahkampf machen. Das ist richtig. So, der Sektoid steht da hinten. Der hier. Oh, der muss ja auch nachladen. Was ist mit denen los, ey, sag mal? Da könnten wir jetzt zum Beispiel nachladen und mal schießen, ne? Weil ich glaube, die 1 hat er. 69. Auf den Zombie, na gut, das lohnt sich nicht so richtig. Das kann man schon probieren. Wollen wir mal? 54? Ja. Do it! Kritisch! Ja! Und er ist tot! Alter! Sehr gut. Gut, dass das nicht eine Förderung ist. Ja, muss eigentlich, weil er so gut war. Aber kriegt er nicht. Jetzt hat der nämlich auch keine Schilde mehr. Ach, so macht das Spaß. Dann könnten wir eigentlich mit Erik auch mal ein Stück vorrücken, oder? Hier so hin? Den da hätte ich eher Mio hingestellt, damit sie in Deckung steht. Ach so, dass wir jetzt ihn nahkampfmäßig angehen? Ja. Ja, okay. Probier's. Ja. 20% Crit-Chance. Vielleicht, wenn das gut macht, dann reicht unsere Pistole aus. Reicht nicht. Nee, reicht. Brennt. Nicht. Brennt ist gut. Krieg ich dann nicht nochmal direkt 3 Schaden? Es wäre schön. Nee, erst nächste Runde. Gut, dann würde ich ihn aber auch da in die Deckung stellen. Hier hin? Genau. Machen wir das. Kein Problem, Boss. Boah, durchs Fenster. Was für ein Actionheld. 80er Jahre Actionheld. Kann er auf den hinten schießen? Gucken wir. Also sinnvoll? Nein, nein. 58. Wird keine Granate. Ich weiß nicht, was noch kommt. Das ist echt eine Verschwendung. Aber an sich haben wir halt auch noch 3 Granaten oder so, ne? Ja, aber ich meine, wenn jetzt nochmal so eine Gruppe kommt. Du hast ja recht. Das ist nicht das Ende hier. Das ist richtig. Auf wen kann er denn gehen? Er kann nur den und auf den kann er auch Schwerthieb machen. Das können wir doch aber eigentlich auch machen, oder? Und dann. Wen haben wir noch? Wir haben noch unseren Scharfschützen. Wir haben noch den Scharfschützen mit der Pistole und Erik und das war's. Also den sollten wir jetzt auf jeden Fall tot bekommen. Und den Sektoid, das wäre auch schön, weil dann fällt der hier mit um. Dann probier doch erstmal mit Heizmeister auf ihn dahin zu schießen. Okay. Weil dann ist. Was macht eigentlich die Schredderkanone? Ja, das ist eine Verschwendung. Ja, wenn er jetzt hier sitzen würde, dann könnte er die beide wegschreddern. Ne? Ja. Naja. Habe ich nicht dran gedacht. Ich auch nicht. Ja, schön. Dann heißt, wir haben nur noch den Typen hier vorne. Genau, und den können wir jetzt dann auch wirklich mit dem Nahkampf erledigen. Ach, wie gut, dass wieder alles läuft. Umgekippt. Trottel. So. So, dann bummst den weg. 100% läuft. 100% mag ich. Gibt es leider zu selten. Steht zwar jetzt nicht mehr gut in Deckung, aber fehlt es sogar. Hätte man direkt machen sollen. Nein, hätte auch nicht gereicht. 9. Nee. Feindliches Ziel erledigt. Sehr schön. So, und den kannst du jetzt mal an die anderen ranholen. Da in die Mitte, oder?
Ist aber nur eine halbe Deckung. Ich dachte jetzt hier so eine volle oder sowas. Oder mach da. Komm, hinterm Baum. Ja. Ist ein guter Baum. Ich vertraue diesem Baum. Ja. Ganz persönlich vertraue ich ihm. Ich spreche diesem Baum mein Vertrauen aus. Oh Gott! Dann ist er des Todes. So. Den sollte da oben stehen bleiben. Runter? Na, wir werden jetzt hier keine Kämpfe mehr haben auf dem. Ich meine, wir müssen nur noch darauf. Wir müssen nur noch darauf. Ja. Also der kann schon noch da oben stehen, würde ich sagen. Eine Runde. Stehen, ja. Können den dann nach der nächsten Runde oder so runterholen. Ich habe nicht gesehen, dass wir auf das Dach schon rauf müssen. Nee, das ist schon noch ein Gebäude. Nee, wir sind schon da. Quasi. Sind wir schon da? Ja. So. Heizmeister würde ich nach vorne ziehen. Nach vorne ziehen, weil wir sind nämlich schon angegriffen. Codexis, sogar zwei davon. Coolie. Ah, aber schau mal, da kriegst du auch irgendwas mit einer Granate. Da können wir doch vielleicht mal ein bisschen grenadieren, ja. Wenn ich denn darf. Darf ich denn? So. Kriegst du alle drei? Das zappelt hier so ein bisschen. Ich bin mir unsicher. Das sieht gut aus. So in etwa? Ja. Das könnte klappen, oder? Da sind auch die ganzen Deckungen weg. Ja. Mit einem Mal. Wie Zauberei. Da wird unser Scharfschütze gleich sehr viel Spaß haben. Ich hoffe. Er hat ja zumindest nachgeladen. Oh, das sah gut aus. Okay, die Kodexe machen sich ja sowieso jetzt vom Acker. Ja, vier. Aber die haben alle nur noch zwei Leben. Das ist also relativ einfach. Drei Leben. Der dürfte nur noch zwei haben. Zip. Ja. Was da an Zivilisten rumsteht. Dann gehe ich. Ja. Ich stand hier zwar gerade gut, wir haben uns so schön unterhalten und plötzlich kommt so ein Außerirdischer hier rein. So, dann schauen wir noch mal, was der Sniper kann. Also den Kodex kann er auslöschen, den Kodex kann er auslöschen. Den nicht so gut, den auch nicht so gut und den nur mit 50%. Ja, dann müssen wir noch mal auf die Deckung schießen, glaube ich. Ja. Also ich meine, die stehen ja immer noch so, als wäre da eine zweite Granate ganz sinnvoll. Wenn du mich fragst. Hey, ich frag dich ja, dafür bist du ja hier, aber es wird halt nicht ganz reichen, ne? Weil wenn ich jetzt ohne... Ja, wenn du ihn da... Ne, warte, du kannst ihn doch da hinstellen. Da steht er doch. Hier oben? Na, vielleicht reicht das. Ich probier's jetzt, ja? Ja. Nur damit mir dann nichts Böse nachgesagt wird. Mein Vorschlag. Ihr Vorschlag wurde angenommen. Fuck. Schade. Nicht so perfekt. Was kann er denn schießtechnisch machen? Naja, das lohnt sich nicht. Was haben wir hier hinten noch? Er kommt leider auch nicht bis zu irgendeiner guten Deckung. Hier kommt er hin. Und ansonsten nirgends. Hier könnte er noch hinlaufen. Ja. Stell ich ihn jetzt dahin. Bewege mich zum Ziel. In der Hoffnung, dass er Feuerschutz geben kann. Feuerschutz kann er dann geben. Naja, könnte vielleicht Erik auch noch schützen oder so, ne? Ja. Also. Der hat ja leider schon. So, die bleibt erstmal da. Der kann nirgendwo sinnvoll hin. So, der sollte auf jeden Fall in irgendeine Deckung gehen. Hm. Vielleicht irgendwie hier so. Ja, das sieht doch gut aus. Das sind zwar nur halbe Deckungen, aber volle... Aber der andere läuft nicht ran, das ist schon ganz wichtig. Ja. So, dann können wir mal schauen. 16%. Verarschen kann ich mich alleine. Hat noch wer eine Granate bei? Mio hatte keine Granate, ne? Nee, die hatte Heilen dabei. Nee, das ist eine Granate. Das ist eine Granate. Aber die kommt ja... Wie weit kommt man mit einer Granate? Doch. Die könnte sogar, wenn wir uns hier hinstellen, bis dahin ja, kommen. Ja, probier's. Schießen kann sie eh nicht. Die wird niemals dazu kommen, zu schießen. Ach Mann! Kriegen nicht mal die beiden Kodexe tot. Doof. Wenn du die Wand, dann reicht das nicht aus. Da ist nee, Säule, da ist noch eine Querwand. Ja. Das ist schon blöd. Dann müssen sie alle Feuerschutz geben. Was machen denn die Kodexe Böses am Angriff? Die teleportieren sich, oder? Die teleportieren sich und können dann halt hinter dir stehen und schießen. Also die schießen ja ganz normal. Ja. Ja, der kann Leute beschützen. Der kann nichts Sinnvolles machen mit der Granate. Den kann auch nichts Sinnvolles machen. Also einen Kodex kannst du ausschalten. Wir können halt mit dem, der Scharfschütze kann ja auch nochmal, ne? Also wir können, zwei Kodexe könnten wir ausschalten. Oder zwar Feuerschutz auf den Großen geben.
Naja, Feuerschutz auf jemanden geht ja nicht. Also naja, gut, aber... Die Kodexe bewegen sich ja auch. Das sind vier Stück, ja. Also es ist wahrscheinlicher, dass die sich bewegen, ja, bevor er sich bewegt. Ja, bleibt dann... Also ich würde jetzt mit dem Sniper mal einen töten einfach. Ja. Weil dann ist halt einfach ein bisschen, den Nahen, ja. Ein bisschen Ruhe, genau. Ich nehme jetzt einfach mal den hier. Scheiß drauf, der ist dann mit hundertprozentiger Sicherheit einfach mal tot. Tschüss. Hätte sogar mit mehr Leben noch geklappt. Mit mehr als zwei Lebenspunkten. Hätte auch geklappt. So, und sollen wir jetzt mit dem auch noch einen töten? Ja. Wenn wir schon mal dabei sind und alle anderen dann Feuerschutz geben lassen? Ja, ich hoffe, er tut ja nicht mehr viel. Ja. Ja. Der schreit auch was tot. Ja, genau, der hat nämlich jetzt auch so ein, macht noch zwei Schaden, mindestens oder so, Modul drin. Ne? So, dann kriegen die anderen alle Feuerschutz, ja? Ich könnte auch eine Rauchgranate werfen, dass die uns nicht treffen. Ja, okay. Haben wir auch noch nie gemacht, deswegen. So, dann machen wir das jetzt mal so. Und den ziehst du zurück, oder? Wenn sich der Kodex dahin teleportiert, dass es einfach nur ein Stück weiter hin steht. So, und sie nachladen. Und dann nichts mehr. Ja, triff, 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 triff. Dass wir ihn wenigstens in den Nahkampf zwingen. Ja, das war verschreddert. Ja, das ist sehr schön. Ja, das reicht leider noch nicht. Jetzt kann er immer noch schießen. Da ist immer gut, wenn man die dann also tötet, dann können sie ja nur noch nahkämpfen. Scheiß Geglibber, ey. Säure, Brand. Doppelt scheiße. Säure und Brand. Siehst du, Mio stört das gar nicht. Ja. Joe dreht völlig am Rad. Und tötet ihn jetzt. Ja! Yes! Guter Mann. Das war laut. Aber der lebt natürlich noch, wie wir wissen. Ja, aber es ist auf jeden Fall gut, dass seine Aktion nicht nutzlos war. Ja. Und steht sogar in Deckung aus der Sicht in die Richtung. Ja, ja, ja. Ist echt ganz in Ordnung. So, der Kodex. Macht er irgendwas Sinnvolles? Ach ja, stimmt. Das gab's ja auch noch. Der kann das auch, was der Eichhorn kann. Ja. Das heißt, was besonders beschissen ist, weil wir ihn nicht mehr bewegen können. Komm, jetzt super komm, kritisch. Ernst. Nee, ernst daneben. Gut, ich würde da auch nichts sehen bei dem grünen Geschmodder. Darf jetzt nochmal. Klingensturm! Yes! Ja! Schön, Mio. Na, passiert jetzt noch irgendwas oder sind wir jetzt mal wieder dran? Hallo! Hallo! Was war das denn da hinten? Vier? Der hat vier Schaden bekommen. Wer war denn da? Der Scharfschütze. Ist der runtergefallen? Oder? Scheint so. Das Gebäude ist wohl zusammengebrochen, ohne dass wir das so bedacht haben. Ich weiß auch nicht, was da los war. Schade. Echt schade. Kann er den denn jetzt immer noch... Okay, er sieht jetzt nichts von da, aber das können wir dann trotzdem, können wir ihn nutzen irgendwie. Müssen wir ja auch. Er brennt aber nicht, oder? Doch, er brennt. Das heißt, wir müssen ihn auch heilen, ne? Weil er ja, sonst der Heiler steht dahinter. Da hinten. Dahinter. Aber, wo ist er? Hier, ne? Ja, okay. Die müssen jetzt irgendwie vermutlich hier hinter ein Rendezvous machen. Ja, ein Rendezvous. So, dann gucken wir erstmal, dass wir den jetzt hier tot kriegen. Genau, und nicht mit Mühe muss daraus. Also können wir nicht mit Nahkampf machen. Ja, das ist richtig. Aber wen haben wir dann noch? Wir haben, gegen die Kodex ist es auch schwer, irgendwie in Deckung zu gehen. Müssen wir sie vielleicht gar nicht. Könnte hierhin gehen. Na, sie sollte. Ach, sie kann nicht schießen. Sie kann nicht schießen, sie kann mal Granate werfen. Da steht ja auch dann, direkt. Aber dann stell sie doch nah ran, dass sie. Sind die beiden Kodexe im Bereich einer. Es könnte klappen, ja. Dass ich dann sie hier so. Oder hier hinstelle. Nee, das ist noch ein Wirbel, glaube ich. Ich weiß nicht, ob sogar nicht der hintere Punkt im. Guck mal, wo ist denn der Wirbelmittelpunkt? Der ist doch irgendwo. Dieser Wirbel ist echt scheiße. Hier, ja, ist schwer zu sehen. Ich kann ein bisschen rauszoomen, was man vielleicht passt. Also, es könnte knapp noch bis hier gehen. Wobei ich glaube, es endet hier offiziell. Aber können wir sie nicht. Ah, da steht sie nicht in Deckung. Na, da kannst du sie hinstellen. Hier, oder? Ja. Wir wollen doch einfach nur da raus. Und da ist es auf jeden Fall außerhalb. Gut, dass sie so eine schöne, dünne Rüstung hat. Mit freien Oberärmchen. So. Warte mal, ich drehe mal ein bisschen so. So. Na, hier war doch ein Punkt. Ach, Mann, das ist wieder nervig hier.
Hier. Ja. So, dann sind die beiden Kodexe schon mal tot. Feuerschutz entfernt. Aber sie hat sich doch bewegt. Warum hat er keinen Feuerschutz gemacht? Egal. Naja, so, dann müssen wir jetzt noch den erledigen. Genau, nicht mit unserem Scharfschützen. Den können wir nicht bewegen, ne? Ihn können wir aber bewegen. Das heißt, ihn könnten wir mal hier hinstellen und oder wir können ihn... Nee, können wir nicht. Nee, stellen wir da hin. Dachte, wir können die Sachen gleich einsammeln, aber natürlich nicht. Na, warte doch mal, was wir haben doch noch andere. Ja, das ist korrekt. Ihn würde ich nicht nehmen, er ist beschäftigt. Er muss gleich heilen, ne? Genau, stimmt. Wollen wir das mal machen schon mal hier, diese Heilaktion? Ja. Bevor wir die irgendwie anders benutzen, die beiden. So, und er stellt sich dann daneben. Ja. Kann er vielleicht sogar noch mit der Pistole schießen, ja. Genau. So, er heilt ihn jetzt erstmal. Heilt bis zu 6 Trefferpunkte. Hoffen wir. Den wollen wir jetzt nicht verlieren hier. Das wäre blöd, das ist ein ziemlich guter Scharfschützer. Der Doktor. Ja. Der Doktor. Dass er einfach runtergefallen ist, so ärgerlich. Ist echt blöd. Konfrontation ist ja nur noch einer am Leben, also 87. Ja. Ja, lass es doch machen. Komm. Oder auch nicht. Also wie er mag. Ich habe schon gedruckt. Ja, warte doch kurz. Da braucht man beide. Er ist sich nicht sicher. Er brennt. Er brennt für deine Aufgabe. Nee. Doch, jetzt hat er es gemacht. Ja. Aber ohne Animation. Na gut, passiert. Ja. Das Spiel macht immer mehr. Er Marken. Kann doch ihn auf ihn auch schießen, oder? Mit 83% und ihn hoffentlich töten. Notfalls haben wir noch die Granate von... Ja. Von Dings. Von Dings. Und er ist tot. Sehr gut, jetzt stirbt halt nur er hier, ne? Er stirbt dann nicht. Der Joe. Macht das so viel Schaden, dass er stirbt? Ich weiß es nicht genau. Ich hab nie darauf gewartet, dass die da noch drinstehen. So, ich würde jetzt mal hier vorrücken ein bisschen. Ja. Weil jetzt sind hier ja keine Gegner mehr. Wir müssen ja mal zu Potte kommen. Er kann mal nachladen, würde ich sagen. Ja. So wegen Zukunftssicherheit und so. Nein! Nee. 4 Schaden, das ist okay. Damit können wir leben. Okay. Panik entfernen. Toll, hättest du es nicht kurz früher machen können. Säurebrand, 2 Schaden. Schade. Okay. Okay. So, jetzt müssen wir nur noch da hoch, ne? Genau. Und da ist noch eine Leiter, wo man hoch kann, ne? Ja, hier sind, genau. Ja, aber erstmal würde ich das aufsammeln. Ich würde da nicht direkt hoch. Wir sollten das jetzt schon noch mitnehmen. Sollen wir da mit Erik hier irgendwie... Ja, Erik hat noch eine Menge Leben, denn mit dem würde ich auf jeden Fall als erstes vorgehen. Sollen wir hier hin? Also vorhin habe ich das noch als Scherz gemeint, jetzt war ich ernst, weil alle anderen tot sind. So. Ja, er hat ja immer relativ viel Leben durch seine starke Exo-Rüstung. Mhm. Illyriumkern, Schilfernrohr ist immer gut. Ich habe ja jetzt alle Module verbaut. Also wir können jetzt wieder neue gebrauchen. Ja. Sie könnte mal nachladen und dann ein bisschen vorrücken vielleicht. Genau, Joe Woods kannst du auch unsichtbar machen, oder? Den kann ich unsichtbar machen. Das wäre doch jetzt eine super Alternative. Einmal pro Runde. Ich würde trotzdem vorher nachladen, oder? Ja. So, und dann verbergen. In den Schatten. Und da ist er jetzt dauerhaft, oder? Erstmal ist er wieder dauerhaft da. Das heißt, wir können ein bisschen vorrücken mit ihm. Genau. Können wir hier so hingehen. Dann kann er da reingucken. Kann er nämlich als erstes aufs Dach gehen und schauen, was da ist nächste Runde. Genau. Ja, stell auch Erik an die Wand, dass er im Decken nach vorne steht. Stell ihn an die Wand. An die brennende Wand, vielleicht doch nicht. Ja, ich hab's mir anders überlegt. Bin mir nicht so 100% sicher, ob das perfekt ist, die Lösung. Vielleicht wieder um die Säule rum. Hier so. Da. Ja. Jo, Erich. So, dann wollen wir euch mal... Nehmen wir einfach mal direkt nach vorne hier, oder? Die Leute. Los geht's. Das macht ja keinen Sinn, dass die jetzt hier hinten rumhocken. Den kannst du da vorne auf den Mittelblock stellen. Jawohl. Und sie wird hier geschützt. Direkt gedeckt von Ernst. Also wenn einer eine gute Deckung ist, dann ja wohl der Ernst. Der nimmt das zumindest alles nicht als Witz. So. Das würde ich nicht machen. Nee. So viel haben wir dazugelernt. Der teleportiert sich mittlerweile auch nur noch, okay.
So, sie hat immer noch Säurebrand und müsste mal nachladen aber bei Gelegenheit. Sie hat auch Medipack dabei, ne? Noch ist es, nee, glaube ich, nicht nötig. Ich lade erstmal nach. Stellen Sie doch dahinter dem Block hier drüben. Da ist sie ein bisschen weiter weg von den anderen. Okay. Gut. Ah, okay, ein Schaden nur. Das ist okay. Damit komme ich klar. Juti. Jetzt ist nicht mehr durch Säure verletzt. Dann machen wir Päuschen und nächstes Mal laufen wir ins Ziel. Dann hat Nick wieder die große Freude, in 3 Runden da das Ende zu erreichen. Ich hoffe, das klappt. Bis dann. Macht's gut.